Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Diese Frage hat sich vielleicht schon mal jeder gestellt. Man benutzt immer mal den Begriff Nachhaltigkeit, der wird auch oft politisch benutzt. Aber wofür steht der tatsächlich? Wie kann man den greifbar machen? Glücklicherweise gibt es eine dafür ganz gut nutzbare Definition, und zwar aus dem 1987 veröffentlichten Abschlussbericht der Brundtland-Kommission. Das war die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, benannt nach ihrer Vorsitzenden. Und diese haben eben in ihrem Abschlussbericht das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung formuliert, welches dann unter anderem bei der Rio-Konferenz von 1992 wieder aufgenommen wurde. Und es beschreibt eben Folgendes: Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Man kann es auch kurz zusammenfassen mit: Man soll heute nicht auf Kosten von morgen leben. Und das ist Nachhaltigkeit. Es geht schlussendlich doch nur darum, unser eigenes Handeln empathisch, praktisch von außen zu betrachten, von der Perspektive aus morgen zu betrachten und einzuschätzen und unser Handeln eben genau nach dieser Einschätzung auszurichten. Ich hoffe, euch hat diese kleine Definition von Nachhaltigkeit geholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die einfach in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.